Hallo, wir sind die Schülerinnen und Schüler der MFA 19 am Oberstufenzentrum 1 Barnim. Wir machen eine Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten und möchten euch heute einen Einblick in unseren Schulalltag geben. So, jetzt sind wir auch schon am Klassenraum der MFA 19 angekommen. Schauen wir doch einfach mal rein, was wir heute so für uns vorbereitet haben. Ui, was ist denn hier passiert? Hallo! Frau Meier, 78 Jahre alt, das dritte Mal mit Fachlagen bei uns. Mal sehen, was hier los ist. Ach, was ist denn los, Frau Meier? Legen Sie sich mal ruhig hin, ganz entspannt. Claudia hilft Ihnen. So, was ist denn los hier? Mir geht's nicht gut, mir ist doch richtig schlecht und schwindelig. Okay, Sie legen mal am besten direkt einen Zugang. Claudia, alles Sie klar. Schreiben mal ein Ist in Ordnung? Das war Bescheid, das ist nicht mehr bei Ihnen, bei dem Buto, ja? In Ordnung. Frau Meier, Sie sind ja ganz blass. Auf jeden Fall brauchen wir direkt schnell Werte. Alles klar. Sieht nicht gut aus. Nee. Frau Meier, Sie bleiben bitte bei uns. Und ruhig atmen. Ich kann nichts mehr sehen. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Frau Dr. Ipagedi. So, denn. Nehmen wir einen Zugang. Pix jetzt kurz, Frau Meier. Gute Macht. Blutdruck ist schon sehr niedrig, was da ja zeigen Sie das EKG? Nee, sieht wirklich nicht gut aus. Oh, oh. Ja, dann am besten mal alles vorbereiten. Ist der Tropowert schon abgenommen? Ja. Dauert noch ein paar Minuten. Also, wir haben jetzt hier eine komplizierte Situation. Da müssen wir jetzt etwas schneller reagieren. So, schon mal die Beatmung vorbereiten. Ja. Hier wird es jetzt zu ernst. Ich würde Sie bitten, zur Seite zu treten. Okay, das scheint gerade ganz schön hektisch bei denen zu sein. Dann lasst uns doch einfach mal weiterschauen. Das sieht ja interessant aus. Was macht ihr denn hier? Wir haben hier eine Blutentnahme einer Patientin, die zur Routinekontrolle kommt. Nehmen Sie doch Platz. Hallo, ja. Ich habe Ihnen da vergessen, tut mir leid. Ist nicht so schlimm, ich bin der Kai. So, wir wollen einmal Blut abnehmen bei Ihnen, ja? Ja. Ich werde jetzt einmal die Stelle desinfizieren, könnte kurz kalt werden, ja, nicht erschrecken. Okay, danke. Was nehmen wir denn heute alles ab? Wir machen heute eine Gesundheitsuntersuchung, also wir nehmen ein paar Leberwerte, ein kleines Blutbild. Oh, ich war Wochenende was trinken, zählt das auch? Das ist nicht so schlimm. Das passiert dabei gar nicht, nein. So. Den Arm einmal kurz heben. Genau. So. Wann wurde denn das letzte Mal Blut abgenommen bei Ihnen? Ich glaube vor 3 Monaten. Vor 3 Monaten? Deswegen sollte ich ja nochmal zur Gesundheitsuntersuchung kommen. Okay. Könnt ihr jetzt einmal kurz pieken, ja? Ach, das tat doch nicht weh. So. Das ist alles fertig. So, halten Sie einmal. Blutverdünnermittel nehmen Sie nicht, ja? Nein. Okay. Dann können Sie einmal wegnehmen. Jetzt noch nicht mehr nachgucken. Jetzt hatten wir 2 super spannende Situationen gehabt. Schauen wir doch einfach mal, was uns noch heute so erwartet. Eure Patientin ist ja sehr jung. Was ist denn hier los? Ja, es kommt auch mal in der Arztpraxis vor, dass eine Infusionsform vorbereitet werden muss. MFA Hanna, ich würde Sie bitten, für unsere Patientin Marie-Luisa eine Kochsalzlösung in Infusion vorzubereiten, ja? Frau Doktor, was ist denn eigentlich eine Infusion? Na, Ihre Tochter leidet doch aktuell an einer akuten Diarrhoe. Was ist denn eine Diarrhoe? Das ist einfach nur eine akute Darmerkrankung. Ja, ich habe auch so Bauchweh. Ja. Genau, und dadurch konnten Sie ja in den letzten Tagen nicht so viel zu sich nehmen, nicht so viel essen, trinken. Und da haben Sie natürlich auch sehr viel Flüssigkeit verloren.
Und damit wir einfach Ihren Flüssigkeitshaushalt wieder ein bisschen ankurbeln, beziehungsweise auch nochmal wieder Ihnen ein bisschen Flüssigkeit zuführen, damit es Ihnen auch vom Kreislauf her wieder besser geht, machen wir jetzt einfach nur eine Infusion fertig. MFA Hanna macht das auch alles ganz, ganz toll. Ich werde das dann anschließen und dann bleiben Sie einfach hier nochmal kurz ein bisschen liegen. Ja? Okay. Alles gar nicht schlimm. Gut. Ja? Gut. Sie sehen so ängstlich aus, ja, Frau Schmidt. Ja, Achim, ist ja jetzt halt so schlecht, ne? Ja. Aber danach wird sie zumindest schon mal vom Kreislauf her wieder besser gehen. Ja? So, Frau Doktor, die Infusion ist fertig. Wunderbar, MFA Hanna. Ganz toll. Dann einmal nochmal den Tupfer bitte. Danke. So, ich schließe das jetzt einfach nur an. Ne? Das tut auch nicht weh. Es könnte vielleicht ein bisschen drücken, aber alles nicht so schlimm. So, jetzt geht's los. So, MFA Hanna, dann würde ich Sie bitten, einmal die Infusion aufzudrehen und Sie bleiben dann einfach noch kurz liegen. Okay, danke schön. Vielen Dank, danke schön. Das wird ja hier immer spannender und spannender bei uns. Schauen wir doch einfach mal weiter, was noch alles in einer Arztpraxis passieren kann. Jetzt geht's weiter zum Unfallchirurgen, nochmal eine komplett andere Fachrichtung. Schauen wir doch einfach mal, was bei denen heute passiert ist. Hallo. Oh, hallo, ich sehe schon, Sie brauchen einen Chirurgen. Ist der Unfall auf der Arbeit passiert? Auf dem Weg zur Arbeit. Okay, dann gehen Sie doch mal bitte darüber zum D-Arzt, Herr Kopflos. Dankeschön. Ein wunderschön. Komm rein. So, Jungmann, was haben Sie denn? Ah, ich hatte gerade einen Motorradunfall auf dem Weg zur Arbeit. Sie hatten einen Motorradunfall. Okay, wie heißen Sie denn? Mein Name ist Kalle Knochen. Kalle Knochen, wie alt sind Sie? 36 Jahre alt. Sind Sie privat oder gesetzlich versichert? Ich bin privat versichert. Gut, alles klar. Da ist ein kleiner Notfall, jetzt machen wir die Formalitäten einfach mal später. Erzählen Sie mal, wie genau hat sich zugetragen? Ja, ich bin mit dem Motorrad gerade auf dem Weg zur Arbeit gewesen und auf einmal lag ich. Auf einmal lagen Sie? Ja, okay. Kann mich an nichts erinnern. Haben Sie jetzt akut Beschwerden? Ja, also mir kribbelt so ein bisschen die linke Hand und es zieht so ein bisschen in meinem rechten Bein. Also, ja. Okay, das sieht mir nach einer Manusfraktur aus, also nach einer Verlangenfraktur. So wie eine Distorsion der rechten Tibia, Fibula und Pes. Haben Sie jetzt Schmerzen? Ach, minimal. Minimal. Und Kopfschmerzen? Nö. Nee? Nö, gar nicht. Ist sie ein bisschen frisch irgendwie am Kopf? Ja, ein bisschen. Das war noch ein Anliegen von mir. Und zwar, jetzt wird es ja Winter. Und es zieht immer so ein bisschen am Kopf. Hätten Sie da eine Möglichkeit für mich? Ja, selbstverständlich. Also ich gebe Ihnen einfach meine Schüttelecke, ja, das ist gar kein Problem. Ach, das ist sehr freundlich. So. So, bitteschön. Super. Das sitzt wie angegossen. Alles klar. Ich schreibe dir noch eine Überweisung zum Unfallchirurgen, ja? Ja. Ansonsten kann ich Ihnen noch was für die Schmerzen mitgeben. Und ansonsten würde ich sagen, toi 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 und verlieren Sie nicht den Kopf. Tut, was man kann, ja. Genau. Das war die Klasse MFA 19. Wir hoffen, ihr konntet einen guten Eindruck von unserer Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten gewinnen. Und falls ihr nun Lust bekommen habt, sucht euch eine Ausbildungsstelle und kommt zu uns ans Oberstufenzentrum 1.